Alice erwacht im Schloss der Herzkönigin. Es ist besser, so schnell wie möglich zu rennen. Alice verlässt den Flur sicher und steht vor drei Türen. Leider lauert hinter jeder Tür eine Gefahr. Der erste Durchgang ist mit giftigem Gas gefüllt. Es macht die Menschen im Handumdrehen wahnsinnig. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein feuchter Tunnel, der zur Hälfte mit giftigem Wasser überflutet ist. Wer dieses Wasser trinkt, stirbt. Und hinter der dritten Tür wartet ein wütender Wächter. Er verhaftet jeden, der es wagt, einzutreten. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Alice sollte die zweite Option wählen. Das Wasser ist nur gefährlich, wenn man es trinkt. Alice kann ihren Mund bedecken und schnell durch den Tunnel rennen. Alice entkommt der Königin. Sie geht weiter und stößt auf zwei unerwartete Hindernisse im Wald. Aber was ist gefährlicher? Ein Bär oder ein Schwarm Bienen? Der Bär ist kurz davor, seiner Beute nachzujagen. Er wird Alice keine Beachtung schenken. Aber die Bienen scheinen ziemlich wütend zu sein. Sie werden höchstwahrscheinlich hinter ihr her sein. Alice setzt ihre Reise fort und trifft auf die Raupe. Dieses Wesen erklärt sich bereit, Alice mitzunehmen, wenn sie ein kleines Rätsel löst. Der Körper der Raupe besteht aus drei gleichen Teilen. Der erste Teil des Körpers zeigt drei Zahlen. 4, 3 und 5. Der zweite Teil hat ebenfalls drei Zahlen, 3, 1 und 8. Im dritten Teil fehlt eine Ziffer. Kannst du diese Ziffer erraten? Jeder Stapel aus Ziffern ergibt 12, also ist die fehlende Zahl 5. Die Raupe bringt Alice ins logische Königreich, dessen Bewohner, genannt Knappen, lügen immer. Währenddessen sagen die Bewohner, genannt Ritter, immer die Wahrheit. Alice trifft drei Einheimische, Audrey, Bill und Carol. Sie hat keine Ahnung, wer wer ist. Also fragt Alice Audrey, ist Bill ein Ritter oder ein Schurke? Dann fragt Alice Bill, sind Audrey und Carol beide Ritter oder beide Schurken? Bill antwortet, ja. Und schließlich fragt Alice Carol, ist Bill ein Ritter oder ein Schurke? Carol antwortet, Bill ist ein Knappe. Kannst du Alice helfen, herauszufinden, wer ein Ritter und wer ein Knappe ist? Da Audrey und Carol unterschiedlich auf dieselbe Frage geantwortet haben, können sie nicht beide Ritter oder Schurken sein. Sie müssen jeweils einen von beiden Typen repräsentieren. Da dies im Gegensatz zu Bills Antwort steht, muss er lügen. Daher muss Bill ein Schurke sein. Das bedeutet, dass Carol die Wahrheit gesagt hat und eine Ritterin ist. Und Audrey hat es nicht getan, also ist sie eine Schurkin. Alice setzt ihre Reise fort und trifft den verrückten Hutmacher. Er verspricht, ihr den Weg hinaus zu zeigen. Aber zuerst muss Alice seine verdrehten Fragen beantworten. Hier ist die erste. Was ist der Unterschied zwischen einer Katze und einem Komma? Eines hat Krallen an den Enden seiner Pfoten und das andere hat eine Pause am Ende eines Satzes. Alice meistert es und bekommt das nächste Rätsel vom Hutmacher. Was kannst du mit geschlossenen Augen sehen? Ein Traum. Vor wem ziehen alle Männer ihren Hut? Zu einem Friseur.
Was kommt zweimal die Woche, einmal im Jahr, aber nie an einem Tag vor? Es ist der Buchstabe E. Und schließlich die letzte Frage. Ich kann lang oder kurz sein. Ich kann wachsen und ich kann gekauft werden. Ich kann bemalt oder unbehandelt sein. Ich kann rund oder quadratisch sein. Was bin ich? Fingernägel. Der Hutmacher sagt Alice, sie solle dem weißen Kaninchen folgen. Aber zuerst muss sie entscheiden, welches der drei Kaninchen das echte ist. Kannst du ihr helfen? Der Schwanz des ersten Kaninchens ist zu lang. Es ist die Grinsekatze, die sich als Kaninchen ausgibt. Das zweite hat eine Naht am Bauch und ein kleines Logo am Ohr. Es ist also nur ein Spielzeug. Deshalb ist das dritte Kaninchen mit der Taschenuhr das, das wir suchen. Alice wirft einen Blick auf die Uhr des weißen Kaninchens. Die Minuten- und Stundenzeiger befinden sich genau zwischen den Ziffern 1 und 2. Außerdem bemerkt Alice, dass beide Zeiger genau übereinander liegen. Wie spät ist es? Es ist 12 Uhr. Siehst du? Sowohl der Minuten- als auch der Stundenzeiger zeigen genau auf die Mitte der Zahl 12, die sich genau zwischen 1 und 2 befindet. Alice sagt dem Kaninchen: Du solltest dir eine Digitaluhr besorgen. Sie kann die Zeit als palindromische Zahlen anzeigen, die sowohl vorwärts als auch rückwärts gelesen werden. Zum Beispiel 12:21. Das Kaninchen fragt: Wie groß ist das minimale Intervall zwischen zwei Zeiten, die palindromisch sind? Kannst du dieses Rätsel lösen? Die richtige Antwort ist 2 Minuten. Es liegt zwischen 9:59 und 10:01. Das weiße Kaninchen lädt Alice in sein Haus ein und bittet sie, ihm zu helfen, diese 4 Gegenstände zu finden. Kannst du sie in diesem Bild sehen? Hier sind sie! Das weiße Kaninchen sagt, dass Alice durch den königlichen Garten gehen muss, um zu entkommen. Alice folgt seinem Rat. Plötzlich sieht sie ein riesiges Schachbrett. Wie viele Felder jeder Größe kannst du auf diesem Schachbrett finden, die keinen Turm enthalten? Du kannst das Video gerne pausieren, wenn du mehr Zeit benötigst. Sehen wir mal. Zunächst haben wir 62 kleine turmfreie Felder. Außerdem haben wir 41 2x2 Felder, 18 3x3 Felder und 6 4x4 Felder. Und schließlich gibt es ein 5x5 Feld. Also lautet die richtige Antwort 128. Alice ist gerade dabei, unbemerkt durch den Garten zu schleichen, als sie die Herzkönigin belauscht, die mit ihrem Mann streitet, dass 64 dasselbe sei wie 65. Um ihren Standpunkt zu beweisen, ruft die Königin 4 Spielkartenwachen. 2 davon sind trapezförmige Karten mit nicht diagonalen Seiten von 5x5x3. Die anderen beiden sind lange Dreieckskarten mit nicht diagonalen Seiten von 8x3. Alle 4 legen sich auf ein Schachbrett von 8x8. Anschließend ordnen sich dieselben Karten auf einem Brett mit den Maßen 5x13 neu an. Sie scheinen denselben Platz einzunehmen, was Alice verwirrt. Könntest du versuchen, dieses Rätsel zu erklären?
Dies ist das legendäre Alice im Wunderland Rätsel, auch bekannt als das mathematische Schachbrett-Paradoxon. Schauen wir uns noch einmal die nebeneinander liegenden Trapez- und Dreieckskarten an. Sie sehen so aus, als würden sie genau die Hälfte des Rechtecks bedecken. Ihre Kanten bilden eine lange Linie, die von Ecke zu Ecke verläuft. Wenn das stimmt, dann sollten die Steigungen ihrer Diagonalseiten gleich sein. Aber wenn Mathematiker diese Steigungen mit einer speziellen Formel berechnen, geschehen merkwürdige Dinge. Die Diagonalseite der Trapezkarte steigt um 2 Einheiten und erstreckt sich über 5 Einheiten, was ihr eine Steigung von 2/5 gibt. Allerdings steigt die Diagonale der Dreieckskarte um 3 Einheiten und erstreckt sich über 8 Einheiten, was ihr eine Steigung von 3/8 verleiht. Schauen wir also genauer hin. Sehen wir einen winzigen Spalt zwischen den Dreiecken und Trapezen. Dieser Spalt bildet ein Parallelogramm, das sich über die gesamte Länge des Brettes erstreckt und für das fehlende Quadrat verantwortlich ist. Das Rätsel ist gelöst! Die Herzkönigin ist wütend, also eilt Alice, um sich im Gartenlabyrinth zu verstecken. Es ist sehr verwinkelt. Kannst du Alice helfen, einen sicheren Ausweg zu finden? Hier ist der einzige Ausweg. Alice schafft es und rennt in den Wald. Plötzlich trifft sie auf eine Grinsekatze. Alice bittet sie, ihr den Weg zu zeigen. Das ist ihre Antwort. Nimm meinen ersten Buchstaben weg und ich zeige in jede Richtung. Nimm meinen letzten Buchstaben weg und ich lache über alles. Was bin ich? Kannst du Alice helfen, dieses Rätsel zu lösen? Die richtige Antwort ist ein Hut. Wenn wir den ersten Buchstaben entfernen, erhalten wir HU und wenn wir den letzten entfernen, UT. Alice sollte den verrückten Hutmacher finden, um etwas Zaubertee zu trinken und nach Hause zurückzukehren. Sie hat Glück, weil er heute eine Teeparty veranstaltet. Der verrückte Hutmacher lädt den Märzhase, die Haselmaus und Alice ein. Der verrückte Hutmacher sitzt nicht gegenüber von Alice. Der Märzhase ist nicht rechts von der Haselmaus und die Haselmaus ist nicht links von Alice. Können Sie herausfinden, wer wo sitzt? Hier ist die richtige Einstellung.